Ja, das Wetter wird wohl schlechter, so wie es ausschaut. Und herzlich willkommen zu Metal Gear Solid Phantom Pain mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Und warum stehen wir hier? Deswegen, ich bin auf der falschen Seite raufgelaufen. Ich wusste aber auch nicht mehr. Ich komme hier nicht vorbei. Genau, wo das ist. Ach, so klettert er runter. Ich habe ihn gedrückt. Aber Snake wollte es ein wenig schneller. Wir haben ja auch keine Zeit. Wir müssen was schaffen. Jetzt muss ich doch tatsächlich an der anderen Seite da hinten hochlaufen. Das ist doch so schön. Warum auch nicht? Wir laufen ja gern hier rum. Ich bin falsch. Ich habe mich verlaufen. Wie komme ich denn hier? Ach, da. Hi! Lass mich mal durch. Ja, ist gut. Da lang. Boss. Jawohl. If you need supplies, let us know. Ich brauche Nachschub. Und nun? Haha. Ja, meine Mother Bees. Leiter. Ja. Und jetzt? Hier? Nein. Komm ich da hin? Spül! Das ist nicht gut. Was tut es tun? Das darf ich noch nicht kriegen, ne? Oh, ist das fies. Dann bin ich extra hier hingekrochen. Ich kann hier aber auch nicht... Nein, ich kann hier nur automatisch Deckung suchen. Das nervt auch ein bisschen, ne? Sobald er irgendwo ans Geländer kommt, geht er in die Knie. Das müsste aber die richtige Plattform sein. Da haben wir doch eben drauf gestanden. Auf der Plattform meine ich hier drüben. Da ist der Kron. Ich komme hier nicht rauf. Ich gehe wieder runter. Das ist sehr gemein. Da müssen erst diese Dinger hier verschwinden. Da, okay, seht ihr, er macht es schon wieder. Hör auf damit, Snake. Hörst du? Na ja, gut, hier ist die Dusche. Geduscht habe ich, wie man sieht. Ja. Hat sich ganz schön was getan. Ich kann ja mal hier hinten hinlaufen. Da entsteht eine Plattform und dort entsteht eine Plattform. Da hinten auch. Guck mal da. Aber ich muss sie noch weiter ausbauen und das kann man ja hier machen. Mother Beast. Ach so, ich muss ja hier eins drücken. Ja, das ist schön. Ist aber mein Welpe, den kriegst du nicht. Basen bauen und erweitern. Seht ihr, wir bauen hier noch an der Kommandoplattform. Das dauert auch noch ein bisschen. Das ist halt auch nicht weiter, ist auch nicht weiter. Ich mache erstmal die eine fertig, ne? GMP 12.000. Die kann ich aber auch gleich. Und die Sanitätsplattform und die Unterstützung und... Deckanzahl Entwicklungspersonalteam 40 auf 55. Zwei Decks. Commencing Platform Construction. Zwei Stunden. Gut, wir machen erstmal. Hi! Wir machen erstmal. Nach vorne laufen. Dahin. Das war sogar richtig. Ist ja ein Ding. Oh, halt! So. Das hätte ich auch gleich machen können. Mission. Please select a mission. Ich weiß, hier habe ich mal was rumgespielt, deswegen ist hier wieder 0. Das war ich selber. Ich weiß, für diesen Panzer brauchen wir eine Waffe, Rakete. Diese Waffe haben wir noch nicht. Rakete, ich gehe mal hier rauf, Entwicklung, Waffen, Gegenstände. Please specify a project. Das ist die Klaue, das haben wir schon gemacht. Kann ich hier schon? Fracht 2. Ja, das brauchen wir. Fracht 2. Nein, das sind die Kartons. Ich stelle mir mal das Mikro.
Anderson. Ich habe das noch ein bisschen anders eingestellt. Mir ist der Hintergrund immer noch zu laut gewesen. So, was haben wir denn hier? Sowjetische Panzerfaust in der Anwendung billiger als andere Werfer und einfach zu modifizieren. Können wir noch nicht bauen? 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 Wir haben doch die Honeybee geklaut. Warum kann ich die nicht auswählen? Mist. Also, ich muss auf jeden Fall ein höheres Entwicklungslevel haben. Also brauchen wir noch Leute. 12 Mann steht da. Für die einfachste Panzerfaust. Ich denke mal, dass das damit gemeint ist, ne? Eine Rakete ist es ja in dem Sinne auch nicht. Was ist das? Ein Geschütz für Spezialladung. Für die Verwendung spezieller Ladung angepasst. Air Launcher? Achso. Aber viel. Ein Raketenwerfer. Hier steht's doch. Raketenwerfer, Raketenwerferrücken. Den müssten wir dann erstmal haben. Also, da brauche ich noch 2 Leute. Könnten wir das jetzt einfach machen? Und in die Personalverwaltung gehen? Und was war da eben? Da ist einer verletzt. Oh. Das habe ich jetzt nicht so schnell lesen können. Und hier was? Mist? Ist ja gemein, das Personal verwalten. Und, aber, nein, falsch. Aber ich wollte jetzt sagen, dann könnte ich da drin rum, aber das hat mich jetzt verwirrt. Entschuldigung. Drin rumfuhrwerken, aber sichern Sie den Betäubungsarmbauplan. Wir können auch erstmal, hier ist noch Gefangenenrettung, guck mal hier, wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen Nebenmission. Wenigstens bei dieser hier kriege ich 2 Leute. Oder? Ein. Holen Sie den Feind. Wir kriegen in jeder Mission Leute. Irgendwo gibt es immer einen Spezialsoldaten. Hä? Unterschiedliches Operationsbeginn. Entschuldigung. Habe ich wieder vergessen. Nachschubabwurf. Kassetten, Nebenoperation. Hubschrauber. Treffen. Wir holen uns erstmal den Hubschrauber. Der soll dann auch hierher kommen. Ihr könnt nochmal salutieren. Du solltest... Da ist er. Hierher kommen, würde ich sagen. Ja, Pequod. Komm runter. Warum? Ach so, ich dachte immer, er zieht eine Waffe. Er hält sich die Hände schützend vors Gesicht. Von wegen des Windes. Space? Achso. Space, okay. Ich will nicht landen. Ja, steig auf. Pass auf, pass auf. Jetzt sehen wir das wieder, was ich nicht kriege. Das ist so fies. Da, guck, da komme ich nicht ran. Die Schweine. Da steht genau dieses olle Flatterzeug davor. Mist. Aber irgendwann kriege ich es. Irgendwann. Auch noch Autos, da kann man dann hin und her fahren. Und jetzt müssten wir ja gleich. We've established a sick bay on the new medical platform. Staff who come back with wounds, diseases or PTSD can be treated there. If we need any other platforms, feel free to issue the construction order from your iDroid. Ja, machen wir auch. Ja, Space. Jetzt sitzen wir, glaube ich, im Hubschrauber. Ne? Jetzt. Ich habe schon 7%. Geil, ne? 3. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen hüstle, aber mir ging es die letzten Tage nicht ganz so besonders gut. Und ich vermute mal, ich habe ja immer latente irgendwelche Erkältungen. Ich vermute mal, dass ich daran... Ach so, Betäubungsplan. Das war ja gar nicht mal so leicht, glaube ich. Vielleicht... In der, guck mal, ich kann ja nur da. Wie komme ich denn da? Da muss ich ja. Na, ich kann hier lang reiten. An dem Ding vorbei. Was ist dichter? Ja, das geht eigentlich. Ist hier oben keiner? Da waren wir auch noch nicht. Das wäre mal was Neueres. Ach, wir machen das jetzt einfach. Heading to Afghanistan. Ja. Und wir fackeln auch nicht lange rum. Ich werde mal versuchen, mal ein bisschen ein paar Sachen heute wieder zu benutzen. Wir nehmen die aktuelle Zeit natürlich. Und los geht's. Oh,
10 Minuten und ich habe noch gar nichts unternommen. Stark, ne? Das kann nicht jeder. Warte mal, ich kann hier, ich wollte... Ach, umblättern war die Taste. Hä? Oh. Ich kann das nicht erhalten? Ach, für noch nicht entwickelte. Hm. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hallo, Schneek. Snake. Oh, der Schwanz steht ja wieder hervorragend. Ich meine natürlich den Pferdeschwanz, den kleinen Kopf. Wo steigen wir hier auf? Was ist das hier? Für eine Bebauung? Oh. Wie kommen denn da die Tankwagen hin? Ach, das Hoddelhü. Setz mich ab bei meinem Pferd. Um. Ja. Ups. Be careful down there, Bob. Estragon. Die nehmen wir mit. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Da. Wir haben hier noch irgendwas Schönes. Ich kann auch laufen. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt. Wahrscheinlich hätte ich das Spiel schon durchgesuchtet. Oder ich wäre vor Langeweile gestorben. Ich weiß es nicht. Ich steige jetzt aufs Pferd. Ich habe es bestiegen. Wir gucken auf die Karte. Wir müssen da hinten hin. Ich mache mir mal einen Marker. Marker placed. 1000 Meter ist ja gar nicht... Oh, ich muss wieder runter. So weit. Hier ist so viel Estragonus. Außerdem wollte ich das nochmal hören. Das ist so schön. Wir gucken erstmal vorsichtig hier runter. Das ist die Straße. Da hinten ist ein Gebäude. Das werden wir gleich mal per Fernglas genau untersuchen müssen. Fernglas geht so. Ich höre nichts. Da ist eine Pflanze. Aber das Pferd kann nicht diesen steilen Abhang hinunter. Höre ich da was? Ich dachte, ich höre was, aber ich hörte nichts. Halt! Ich wollte euch nur zur Seite gucken. Ich werde das Spiel mal ein bisschen entschleunigen. Es ist ja auch auf dem 17-Uhr-Slot, den ich klassisch mal mit Styx belegt habe, was ja auch ein sehr schönes Schleichspiel war. Nein, es war eigentlich sehr schön. Ja, das Spiel war die ganze Zeit über sehr schön, bis das Ende kam. Oh, ein Karottennest! Geil. Pferd. Hier so ist. Offen? Ein Zettel? Nee, ein Schatten. Und keine Ressourcen. Ist denn das? Ist denn das hier? Nein, das ist der Punkt noch gar nicht. Das Haus am Rande der Straße. Na gut. Warum gehe ich jetzt eigentlich trödlich hier eigentlich so rum? Komm, Schnake. Wir spurten mal ein bisschen. Huch. Hier war auch mal ein Haus. Warum sind die alle kaputt? Und warum waren hier überhaupt... Aha. Aha. Analysis complete. Naja. Analysis complete. Naja. Analysis complete. Naja. Da lohnt sich keiner so wirklich, finde ich.
Kommen wir denn da irgendwie vorbei, Heil? Vielleicht muss ich hier wieder Plan B anwenden. Das heißt, ich laufe dran vorbei. Ich komme hier nicht hoch. Extraction arrived at Mother Base. Hier oben wartet bestimmt wieder ein kapitaler Bär auf mich. Vermute ich mal. Ich kenne das doch hier. Ist da einer? Nein. Sind tatsächlich nur die drei. Nee. Nee. Analysis complete. Die C ist schon, naja. B ist sehr gut, aber C geht schon so ein bisschen. Aber ich brauche all meine Möglichkeiten, weil ich glaube, das Kraftwerk ist gut besetzt und Nachschub kostet Kohle. Ich werde erstmal die Schlafpistole ein wenig nachladen. Und dann kriechen wir mal hier so lang. Der geht jetzt da auch pünktlich runter. Wollte ich dichter kommen. Habt ihr schön geskriptet. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ich sage das einfach so. Ich möchte nicht wissen, was für Arbeit hinter so einem Spiel steckt. Lange genug wurde auch dran entwickelt und ich habe auch irgendwo gelesen, dass es nicht ganz zu Ende entwickelt wurde. Oder na, zu Ende schon in dem Sinne, aber es sind, gibt im Bonusmaterial gab es versteckte Missionen. Oder nicht ins Spiel gebrachte Mission. Wo sind denn hier die Höhlen? Da muss ich hin. Ich muss mal auf die Karte gucken. Ich muss um dieses Ding hier rum. Ich will mal bei diesem Hubschrauber gucken und dann hole ich mein Pferdchen. Gibt es hier irgendwas? Nee. Das war der Stein. Nee, den hat es zerlegt. Warum bückst du dich jetzt? Das meine ich hier, ne? Ich habe nicht auf C gedrückt. Pferd war auf 2. Komm. Hallo Pferd. Lass mich dich besteigen hier. Hautet einfach ab. Es speichert. Können mich nicht sehen. Wer reitet hier durch Nacht und Wind? Das ist der Snake auf seinem Rind. Der Sparwitz lag beim Spar in der Grappelbox. So. Ob ich mal da oben reite? Komm wieder hoch. Whoa, whoa. Brems mal hier. Halt. Halt. Runter. Bevor das Tier wieder Eigenleben entwickelt. Kann ich hier irgendwie vielleicht diesen Stein als Beobachtungsposten missbrauchen? Nein, der lässt sich nicht missbrauchen. Wenn ich Minen hätte, könnte ich die hier auf die Straße legen. Gehen dann die Autos hoch? Nur mal um zu stänkern. Ich hab's wieder verkehrt gemacht. Steh doch mal auf! Das ist ein zues Haus. Kann ich hier vielleicht? Na toll. Na toll, paar hässliche Vögel. Das ist doch wieder mal. Ihr habt alle das eh gesehen, nicht nur ich. Was macht Snake? Er klettert auf den Tisch und mir juckt die Nase. So. Ah, deswegen bin ich hierher gegangen. Nur deswegen. Estragon. Estragon? Ist hier noch irgendwas? Guck mal auf die Karte. Pau. Pau. Nein.
Okay. Gib ihm schneller. Wo ist denn die G-Horse hier? Okay. Huch, was machst du? Ja, was soll ich sagen? Denn danke ich mal für das Zuschauen dieser ereignislosen Folge. Und hoffe, dass in der nächsten Folge sich mehr ereignet. Bis dann. Tschüss. Ich reite da mal schon ein Stückchen hin. Tschüss.